Herr Liesch, vielen, vielen Dank. Ist ja noch gar nichts passiert, aber sehr freundlich von Ihnen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit und Lust parallel, also im selben Zeitraumkontinuum, Zeit und Lust hatten, heute mit uns zu sein bei einer weiteren Ausgabe der kleinen Gesprächsrunde, veranstaltet von der Bundeskunsthalle Bonn und dem Theater Bonn. Mit den Getränken wollte ich jetzt eigentlich sagen, ist es so, es ist keine Fernsehsendung, wir sind zwar heute live im Internet, rennen Sie jetzt nicht raus, Internet gucken, bleiben Sie bitte hier. Trotzdem kann man jederzeit Getränke holen, also wir haben es bisher immer so gemacht und nur wegen ein bisschen Internet wollen wir es auch nicht anders machen. Also wenn Sie Durst kriegen, gehen Sie einfach hin und holen sich, auch wenn wir hier wichtige Dinge besprechen. Es geht um Gerechtigkeit heute, meine Damen und Herren, und zwar habe ich mal nachgeguckt, wie gut es uns eigentlich geht. Es ging uns in der Geschichte der Menschheit nie besser als heute. Noch nie waren wir besser informiert und besser ausgebildet. Noch nie lebten wir in einer größeren Rechtssicherheit als heute. Noch nie haben wir für weniger Arbeitsleistung mehr Kaufkraft gehabt. Noch nie wurden wir ärztlich so gut versorgt wie heute. Also es gibt tonnenweise Gründe, dass wir alle fröhlich und glücklich sein könnten. Sie lachen. Sind Sie nicht fröhlich und glücklich? Es gibt eine Statistik, die tatsächlich behauptet, dass wir alle nicht fröhlich und glücklich sind. Und da kann man sich natürlich fragen, woran liegt es am berühmten System? Aber wie sieht das System konkret aus, habe ich mich dann gefragt. Also der Mensch muss essen, trinken, irgendwie wohnen. Das heißt, wir sind gezwungen, unsere Kleider und Kühlschränke mit irgendwas zu füllen. Wir sind gezwungen, irgendwie Wohnraum zu suchen und auch zu finanzieren. Dann haben wir den Ehrgeiz, unsere Kinder und Enkel irgendwie so heranwachsen zu lassen, dass sie irgendeine Chance haben, also dass sie vielleicht auch am kulturellen oder am Leben, am sozialen Leben teilnehmen können. Dann sollten wir noch es schaffen, auch fürs Alter oder für schwierige Zeiten noch was beiseite zu legen. Das würde auch beruhigen. Die ganzen Versicherungen zu bezahlen würde auch beruhigen. Schlicht und ergreifend ist es so, wir sind gezwungen, irgendwie Kohle aufzutreiben und zwar nicht wenig. Damit wir Kohle auftreiben können, brauchen wir irgendeinen Job. Im Idealfall natürlich einer, der auch noch Freude macht, aber das ist schwierig. Also lieber wenig Freude, dafür viel Kohle, als wenig Kohle und viel Freude, weil der Kühlschrank muss ja trotzdem voll werden. Dann, das sind ganz viele Zwänge, die Lebensqualität leidet. Dann, um diesen tollen Job zu kriegen, müssen wir außerdem auch noch uns in der Freizeit weiterbilden. Also machen wir Fortbildungskurse, machen uns klüger, Self-Optimation. Da müssen wir fit sein, also treiben wir auch noch Sport. Dann ist soziale Kompetenz ganz, ganz wichtig. Also Freundeskreis, wie viele Bekannte hast du? Was, nur 12? Loser? Also 200 Freunde bei Facebook und so weiter. Also das ist alles in allem ein ziemlicher Stress. Und wir alle haben das Gefühl, die anderen kriegen das so locker hin, nur wir nicht. Wir sind Versager und Versager in unserer Gesellschaft ganz schlecht. Aber dieser Stress, der macht es eben aus. Also Burnout, meine Damen und Herren, ist zur Volkskrankheit fast Nummer eins inzwischen geworden. Und da stellt sich natürlich irgendwann die Sinnfrage, wie kommen wir raus aus diesem Hamsterrad von wir müssen ziemlich viel Geld verdienen, damit wir all diese Dinge bezahlen können, die uns überhaupt erst in die Lage versetzen, so fit zu sein, dass wir ziemlich viel Geld verdienen können, damit wir die Dinge kaufen können, die wir dringend brauchen, um viel Geld zu verdienen, damit wir Geld verdienen und so weiter. Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Ist denn dieses System, in dem wir alle so mit dem Gefühl gefangen zu sein, wirklich unverrückbar? Ist es Gott gegeben oder ist es möglicherweise doch änderbar? Die Versprechungen des Kapitalismus, Wohlstand und Sicherheit für alle. Auch im Altersfall, auch im Krankheitsfall, auch im Fall des Jobverlusts, meine Damen und Herren. Diese Glaubwürdigkeit nimmt zunehmend ab. Und die Sinnfrage, gibt es Alternativen irgendwie dazu? Woran liegt es, dass dieser, ja und dann habe ich ganz vergessen, das schlechte Gewissen. Wir haben ja alle auch ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil dieser unglaubliche Wohlstand, den wir erwirtschaften angeblich und der komischerweise unten dann doch irgendwie nicht so richtig ankommt, der beruht ja auf der Ausbeutung des Restes der Welt. Und indem wir ihn produzieren, zerstören wir unseren Planeten. Das ist Fakt und damit unsere Existenzgrundlage. Dann haben wir überhaupt keine Fragen mehr. Also all das stresst und all das macht Sehnsucht nach Alternativen.
Und es gibt tatsächlich Alternativen, es gibt andere Ideen, wie man eine andere Wirtschaftssystematik sich denken könnte, die vielleicht möglicherweise auch gerechter wäre, die vielleicht tatsächlich wieder zu Lebensqualität führt. Und wir wollen uns heute Abend den Luxus leisten, also ich will mir das leisten, mit meinen drei fantastischen Gästen darüber nachzudenken, ohne sofort die Frage zu stellen, ist es sowieso nicht machbar? Weil es ja auch klar ist, ein Ziel muss man erstmal definieren und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie es vielleicht möglicherweise doch zu erreichen wäre. Also ich bin außerordentlich gespannt auf die Antworten, auf die alternativen Ideen und Visionen meiner drei Gäste und natürlich auch darauf, wie jeweils der eine die Ideen der anderen findet und was sie einander zu sagen haben. Ich darf die erste Gästin begrüßen, meine Damen und Herren. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, sie ist Historikerin und politische Aktivistin. Seit den 80er Jahren ist sie sehr stark engagiert in sozialen Bewegungen, international und national. In letzter Zeit befasst sie sich überwiegend mit der Vernetzung von solidarischen Wirtschaften. Sie ist überzeugt, dass dieses System, wie es jetzt existiert, uns letztendlich krank macht und vor allem traurig. Und sie würde ihm keine Tränen nachweinen, wenn es zusammenbräche. Denn sie hat eine andere Vision, nämlich gemeinschaftliche Wirtschaft statt Wirtschaft auf Konkurrenz, auf Neid und auf Hass beruhend. Gemeinschaftliches Eigentum statt Einzelbesitz. Herzlich willkommen, Friederike Habermann. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Habermann. Vielleicht in die Mitte. Er ist Ökonom, Philosoph und Mitglied im Think Tank 30 des Club of Rome. Von ihm habe ich gelernt, es gibt mehrere Think Tanks vom Club of Rome. Er ist beim Think Tank 30. Ich habe ihm gesagt, ich sage es nicht, weil Sie können damit nichts anfangen. Dann hat er mir erklärt, was das heißt. Also man muss um die 30 sein, um diesem Think Tank zu sein. Dann habe ich ihn gefragt, gibt es auch einen Think Tank 40? Gibt es nicht, da ist man schon zu alt. Außerdem ist er Aktivist und zwar für eine Idee, die sehr, sehr oft diskutiert wird, immer mehr. Und immer stärker, immer kontroverser und selbst Leute in der Spitze der Wirtschaft finden die Idee gar nicht mal so uninteressant, was sie meiner Ansicht nach schon wieder ein bisschen verdächtig macht. Nichtsdestotrotz gab es vor 2 Jahren sogar eine Volksabstimmung in der Schweiz, ob diese neue Idee umgesetzt werden soll oder nicht. Volk hat zwar Nein gesagt, die Schweizer brauchen immer mehrere Abstimmungen, bis sie Ja sagen. Sie ahnen natürlich bereits, wovon die Rede ist, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Wie hoch soll es sein? Für wen eigentlich? Wirklich von null bis tot? Oder gibt es da Limits? Und vor allem natürlich die große Frage, wer soll das alles bezahlen? Ich bin unglaublich gespannt auf seine Vision, auf seine Antworten. Begrüßen Sie mit mir herzlich Philipp Kofce. Hallo Herr Kofce. Schönen guten Abend. Guten Abend. Er gilt im deutschen Sprachraum unbestritten als der beste Forscher in Sachen Volkswirtschaftslehre. Er ist Kapitalismuskritiker und zugleich Professor für Finanzwirtschaft. Er hat an verschiedenen sehr renommierten amerikanischen Universitäten geforscht und gelehrt, sowie auch an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und er hat sich sehr intensiv mit mehreren alternativen Gedankenmodellen zum Kapitalismus, wie wir ihn kennen, auseinandergesetzt und kam zur Erkenntnis in seinem Buch, dass zwar viele von ihnen sehr vernünftig klingen und auch interessant und möglicherweise zur Gerechtigkeit führen, bei näherer Analyse aber sich herausstellt, dass manche möglicherweise brandgefährlich sind. Nichtsdestotrotz hat er gesagt und ist zur Erkenntnis gekommen, ein einfach weiter so wird nicht möglich sein. Ja, wie denn? Fragen Sie sich, frage ich mich, wird er uns beantworten. Herzlich willkommen, Giacomo Corneo. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank. Danke fürs Hier sein. So, ich möchte, damit wir auch ungefähr wissen, mit wem wir es zu tun haben, mit welchen Gedankenwelten wir uns jetzt auseinandersetzen, Ihnen allen Gelegenheit geben, Ihre Visionen ein bisschen zu formulieren vorweg. Zuerst habe ich aber doch eine Frage an alle, nämlich, wenn ich mir so angucke, wie ich auch am Anfang sagte, wie verdammt gut es uns geht im Vergleich zu früher und im Vergleich zu anderen Ländern, hey, bitte, was ist das Problem? Warum, was ist in 2 Sätzen wirklich das Problem? Das Problem ist, dass wir die real existierende Fülle so begreifen, als wäre sie mangelhaft. Und das heißt, wir gehen mit dem Überfluss von heute mangelhaft um. Und während wir eigentlich in Sachen Gütern und Dienstleistungen eine schier unendliche Fülle an Reichtum haben, mangelt es an den Ideen, damit angemessen umzugehen. Angemessen heißt gerecht. Angemessen heißt sicher auch gerecht. Und was es noch alles heißt, lernen wir bestenfalls heute Abend kennen. Voneinander, das finde ich eine gute Idee. Was verdammt nochmal ist das Problem?
Die Frage ist ja auch, wer ist wir, wem geht's gut? Haben Sie Nachrichten gelesen? Wahrscheinlich als Moderator. Ich lese eigentlich nie Nachrichten. Was ist in Indien passiert gestern? Na, wir, ich habe mit wir tatsächlich uns Mitteleuropäer gemeint. Das ist ganz frech. Ja, das ist vielleicht das Problem. Gestern ist ein 17-jähriges Mädchen in Indien erschossen worden. Und nicht nur sie, sondern 10 weitere Menschen auf einer Umweltdemonstration, weil in ihrer Gegend durch Blei- und Kupferabbau das Grundwasser 4- bis 55-fach über den Werten liegt, die es eigentlich haben dürfte. Hauptsache, unsere Seen sind sauber, ne? Das ist gestern passiert, aber es passiert ja ständig irgendwas in der Richtung und es passiert täglich, dass 2 Milliarden Menschen kein sauberes Grundwasser haben, um nur eins von ganz, ganz vielen Problemen zu nennen. Und in dieser Statistik, die Sie eingangs genannt haben, sind natürlich viele Probleme gar nicht benannt. Und es ist ja auch immer die Frage, wie rechne ich das? Also wie viele Leute hungern, wird daran berechnet, wie viele Leute haben 1,25 Dollar oder inzwischen ist ein bisschen mehr. Und früher gut, aber würden Sie sagen, nur so eine kurze Einführung, nachher gerne ausführlicher. Wenn es jetzt allen so ginge wie hier bei uns in Deutschland, würden Sie dann sagen, ist es okay? Oder geht es uns eben verdammt nochmal auch nicht so gut, wie wir tun? Wenn es uns allen so ginge wie in Deutschland, würde ich auch sagen, warum machen wir es nicht einfach? Ich glaube, dann wäre es wesentlich politisch einfacher, Sachen durchzusetzen, dass es netter und gerechter für alle ist und weniger Zwang und Leistungsdruck und dadurch auch weniger Depressionen und so. Aber ich glaube, das geht eben nicht. Herr Gornio, was ist das Problem? Warum können wir nicht einfach sagen, hey, ist doch alles gut? Ich glaube, kritisch bleiben spornt uns an, immer das Mögliche jenseits des Existierenden zu sehen. Und das ist verdammt wichtig, um das Wohlergehen der Leute zu fördern. In China im 15. Jahrhundert gab es einen großen Forscher, der mit seinen Schiffen überall gewesen ist. Ich glaube, er hieß Chen Ho. Mhm. Und er war eigentlich der Cristoforo Colombo von damals. Aber der Kaiser sagte ihm, gucken Sie, uns geht es alles so gut, ja, wir brauchen Ihre Neuigkeiten nicht, ja, lassen Sie das bitte sein. Und so eben verpasste China eben die neue Welt zu entdecken und nach einigen Jahrhunderten war China eben eine Kolonie der westlichen Staaten. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen immer auch in Zuständen, wo es uns vergleichsweise gut geht, den Anreiz, nach vorne zu schauen, weil eben, was wir nicht verbessern, ist entgangener Wohlfahrt. Und das können wir uns nicht leisten, weil eben, wie Sie schon gesagt haben, wir doch dringende Probleme haben. Haben wir allerdings. Frau Habermann, darf ich Sie als Erste bitten, einfach versuchen zu umreißen, was denn diese Vision ist einer sozialen Wirtschaft, dieses gemeinschaftlich benutzen, aber eigentlich nichts besitzen. Darf ich doch noch einen Satz natürlich dazu sagen? Weil ich glaube, dass ich zu so radikalen, scheinbar radikalen Antworten komme, liegt ja daran, dass ich immer wieder argumentiere, das, was wir als normal ansehen, hat ganz viele Auswirkungen, die strukturell so sind, die wir nicht mal eben auf der Oberfläche schaffen können. Und einfach bei dem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben mit China, also wenn man heute Leute fragt, was war der Opiumkrieg, viele werden es nicht wissen und der absolute Großteil derjenigen, die sagen, ja, habe ich schon mal gehört, das war doch damals, als China irgendwie Opium nach Europa bringen wollte, nein, es war ja umgekehrt, sondern es waren 3 Kriege über Jahrzehnte hinweg, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo Europa gesagt hat, freier Handel, China, ihr müsst Freihandel machen und da ihr es nicht macht, kommen wir mit Kanonenbooten und machen euch militärisch so platt, bis wir unser Opium bei euch reinhandeln können, weil was anderes haben wir ja nicht, mit dem wir irgendwie die Waren von euch bekommen, die wir gerne hätten. Und das ist das, was China aus einem Status, der vergleichbar war mit der Entwicklung in Europa, einfach total auf das Entwicklungslandniveau, wie wir es dann so nett nennen, und viel gebracht hat. Das ist für mich eine der vielen Grundlagen, weshalb ich eben sage, wir müssen wirklich, wir waren ja gebeten, einen Spruch nochmal zu formulieren für heute Abend, wo ich gesagt habe, das, was Albert Einstein sagt, man kann ein Problem nie lösen mit derselben Logik, die es geschaffen hat, dass wir das eben wirklich auch auf Wirtschaft anwenden.
Und dann stellt man fest, dass sich Menschen, so wie es also eigentlich fast in allen Weltteilen, so wie sie nicht in Sklaven- oder Feudal- oder ähnlichen Zusammenhängen gelebt haben, sich auf eine Weise organisiert haben, die man heute mit Commons bezeichnet, also wo Menschen beitragen und Ressourcen entnehmen können. Und das hat früher auch ganz viel mit sozialen starren Rollen ist passiert und das sollte man nicht tun. Aber es sind eigentlich sehr einleuchtende Prinzipien, die wir alle leben, so wie wir sagen, ach, wollten wir nicht das und das zusammen machen und dann leben wir die sofort, ganz natürlich. Ja. Und es gibt eben durchaus mehrere Ökonomen, die im Augenblick sagen, wir haben die tolle historische Chance, nicht nur, weil der Kapitalismus wackelt, sondern auch technologisch etc., dass man das wirklich auf einer globalen Ebene umsetzen könnte, dass Menschen eben... Weil es dank Digitalisierung auch organisierbar wäre, ja, viel leichter. Genau. Also Jem Rifkin zum Beispiel, berühmtester Zukunftsforscher der Welt und liberaler Ökonom, sagt, ein neues Wirtschaftssystem betritt die Weltbühne, nämlich die Commons. Und dann buchstabiert er das durch. Gut, fürs Erste soll das genügen. Genau. Wir reden intensiv nachher darüber. Herr Kovce, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe viele Varianten gehört. Ich weiß gar nicht mehr so genau, über welche Variante die Schweiz abgestimmt hat. Die ich am einleuchtendsten fand, war, man kriegt diese Kohle einfach dafür, dass man schnauft. Also und zwar von der Durchtrennung, also vom ersten Schrei als Baby bis zum letzten Seufzer als alter Mensch, kriegt man das einfach. Egal wie reich, wie arm man ist, ob man es braucht oder nicht, man kriegt es einfach. Was ist Ihre Vision des Grundeinkommens? Ja, wir können einmal den Blick zurückwenden in das Jahr 2016, als die Schweiz tatsächlich über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens abgestimmt hat. Worum ging es dort? Es ging ganz bewusst nicht um ein bestimmtes Modell, sondern es ging um einen ganz schlanken, einfachen Verfassungsgrundsatz, der in der eidgenössischen Verfassung etabliert werden sollte, weil, und diese Einsicht, finde ich, ist schon mal sehr viel wert, wenn wir über die gesellschaftliche Gestaltung und die künftige Gestaltung der Gesellschaft sprechen, weil Modelle immer schon der beginnende Tod, schlimmstenfalls, von Ideen sind. Das heißt, sie können sich im Modellhickhack sehr schnell verfangen und verlieren dann gerade das Ziel, die Perspektive, die Vision aus den Augen, die sie hat antreten lassen, um tatsächlich etwas zu verändern. Und in dem Schweizer Gesetzesvorschlag für diese Abstimmung stand es mehr oder weniger genauso drin, wie Sie es gerade formuliert haben. Also eben ganz einfach und schlicht, wie eben Verfassungspoesie einfach und schlicht ist. Und es war im dritten Artikel dieses Gesetzes geregelt, dass insbesondere die Höhe erstens und zweitens die Finanzierung das Gesetz regelt, also kommende, künftige Gesetze. Und das ist eben wunderbar, dass man sich wie gemeinschaftlich erstmal ein Ziel gibt, wie man sich verfassen will. Und dann kann man die politische Arena betreten und sich fragen, auf welche Weise lässt sich denn dieses Ziel jetzt elegant oder weniger elegant erreichen. Und von daher meine Zusammenfassung des bedingungslosen Grundeinkommens ist ganz einfach. Es ist eben ein Einkommen, was jeder Mensch als Existenzsicherung erhält, was er übrigens heute auch schon hat. Das Neue am Grundeinkommen ist nicht das Grundeinkommen, sondern die Bedingungslosigkeit. Und da wird die Frage dann richtig spannend und interessant. Und da würden ja auch eine Menge Ressourcen gespart, weil der ganze Kontrollscheiß wegfällt und der Missbrauch nicht mehr möglich ist, weil es ja jeder hat und all diese Dinge. Ne? Ja, wir leisten uns halt heute in der Sozialbürokratie eine Frage, die eigentlich absurd ist. Weil stellen Sie sich mal das klar genug vor, es sitzt jemand vor Ihnen und Sie stellen ihm die Frage, benötigst du ein Einkommen? Wenn es wenige transzendentale Erkenntnisse gibt, bei denen man schon vorher die Antwort weiß, dann zum Beispiel auf diese Frage, die Antwort lautet nämlich ja. Und es ist sehr ungut, viele Ressourcen aufzuwenden, um tatsächlich jemanden in die Zwangslage zu versetzen, demonstrieren zu müssen, dass er tatsächlich ein Einkommen bedarf. Diese Erkenntnis wäre deutlich günstiger zu haben und die Frage wäre, was mit der Gesellschaft dann möglich wäre, wenn wir uns solche Pseudo- oder Schein- oder Kontrollfragen sparen würden, bei denen wir angeblich Leistungswilligkeit sichern, angeblich Dienstleistungen erbringen wollen, aber de facto eigentlich letztendlich sogar Arbeitsmoral, Leistungswilligkeit und im schlimmsten Fall Existenzen zerstören. Vielen Dank. Herr Corneau, Sie haben in Ihrem Buch Fragen gestellt, einfach was ist denn machbar, was ist nicht machbar, und wenn ich es nicht fehlinterpretiert habe, sind Sie eigentlich nur bei einem Denkmodell hängen geblieben, das Sie
für wirklich realisierbar halten oder für vielversprechend halten. Das ist der sogenannte Aktienmarktsozialismus. Aktienmarktsozialismus kommt mir vor wie der schwarze Schimmel, da widerspricht sich alles. Was ist darunter zu verstehen? Aktienmarktsozialismus. Ja, also ich entschuldige mich für dieses Wort. Das so nein, das ist ja spannend, weil es ganz viele Fragen weckt. Ja, also vor allem möchte ich betonen, dass eben mein Ansatz ist, für Länder wie Deutschland oder diejenigen der Europäischen Union gedacht. Also es ist auch keine Zauberformel für die gesamte Welt und es ist eher so evolutionär gedacht. Und die Idee kommt aus der Feststellung, dass die Institutionen, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht haben, Wachstum des Wohlstands mit sozialer Kohäsion und einer gewissen Gleichheit zu verbinden, diese Institutionen mittlerweile nicht mehr in der Lage sind, diese gleichen Ergebnisse zu sichern. Welche Institutionen sind das? Das sind vor allem die Institutionen, die auf dem Arbeitsmarkt dafür gesorgt haben, dass die Lohnverteilung einigermaßen gleichmäßig aussieht. Also Gewerkschaften? Das ist zum Beispiel genau die kollektive Lohnbildung im Rahmen der Tarifautonomie. Und das sind vor allem eben die Institutionen des Sozialstaates, ein progressives Steuertransfersystem, das eben dafür sorgt, dass eben die ökonomische Unsicherheit abgefedert wird und die Ungleichheit verringert wird. Diese Institutionen sind schwächer geworden, nicht weil es irgendeine Verschwörung gegeben hat, sondern weil es gewisse strukturelle Entwicklungen gegeben hat, nämlich vor allem die Art und Weise, wie produziert wird. Es ist nicht mehr in sehr großen Unternehmen, wo die Gewerkschaften sich organisieren können, sondern es ist alles viel fragmentierter geworden. Der Dienstleistungssektor hat viel an Bedeutung gewonnen. Deswegen ist die Gewerkschaft viel schwächer geworden hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder, hinsichtlich der sogenannten Deckung von Lohnverträgen. Das Proletariat existiert gar nicht mehr im alten Sinne. Ja, genau. Und aufgrund der Globalisierung es ist es viel schwieriger geworden, auch das Steuertransfersystem zu benutzen, um eben umzuverteilen. Zum Beispiel, es ist viel schwieriger geworden, das Kapital zu besteuern. Noch zur Zeit von Helmut Kohl wurden Kapitaleinkommen auf der persönlichen Ebene mit 53% Grenzsteuersatz maximal belastet. Heutzutage zahlen wir Abgeltungssteuer 25%. Mhm. Ja. Und das hat eben viel mit der Globalisierung zu tun. Nun, wenn eben wir feststellen, dass diese Institutionen in ihrer Wirksamkeit so eingebüßt haben, heißt das nicht, dass wir resignieren müssen. Ja. Die Tatsache, dass eben die Lohnquote einbricht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja. Die Lohnquote und die Kapitalquote sind die Art und Weise, wie wir das Volkseinkommen aufteilen zwischen den Produktionsfaktoren. Ja. Und die Quote, die zum Faktor Kapital geht, steigt, nicht nur in Deutschland, weltweit. Und eben die Tatsache, dass die... Nur damit ich das richtig verstanden habe, was steigt, sind die Gewinne und was sinkt, sind die Löhne? Ja, und das Schlimme ist, und das ist eben der Internationale Währungsfonds, der das vorsieht, ist, dass aufgrund der Digitalisierung, insbesondere des Einsatzes von Roboter und künstlicher Intelligenz, die viel substitutiver sind als die alten Technologien hinsichtlich der menschlichen Arbeitskraft, wir in ein Szenario wahrscheinlich geraten werden, wo die Lohnquote weiterhin sinkt und die Kapitalquote steigt. Ja, das wird eben langfristig die große Frage stellen, ja, wem gehören dann diese Roboter? Ja, weil wenn jeder von uns einen Roboter hätte in der Zukunft, dann wäre es nicht so schlimm, wenn eben ein großer Anteil an Kapitaleinkommen als Arbeitseinkommen ausgegeben wird. Aber wenn die Verteilung des Kapitals, der Roboter, so bleibt, wie es heute ist, ja, heutzutage hat die ärmere Hälfte der Verteilung etwa 5% des gesamten Nettovermögens der Haushalte in Deutschland. Das ist das Gleiche mehr oder weniger in ganz Europa. Ja. Wenn es so bleibt, dann kriegen wir ein großes Problem, ja. Wir kriegen eine große Spaltung. Und dann eben ist meine Idee, nicht aus jedem von uns ein kleiner Kapitalist zu machen, der seinen Roboter besitzt, sprich, der jeden Tag die Finanzseite der Zeitungen schaut, um zu gucken, ob seine Aktien gestiegen oder gefallen sind. Ich glaube, das Leben ist viel zu kurz, um
so, sie so auf diese Weise zu vergeuden, sondern dass wir kollektiv sozusagen die Roboter besitzen. Ja? Und ja, die Frage ist dann eben institutionell, wie können das wir gewährleisten, dass eben kollektiv, sprich durch eine Form von öffentlichem Eigentum an Kapital, wir für eine gerechte Teilhabe an den Produktivitätsgewinne sorgen werden, die eben sowieso durch diese Verbesserung der Technologie zustande kommen werden. Und da schlage ich zunächst einmal eine Art ethischer Staatsfonds vor. Das wäre eine Art und Weise, öffentliches Kapital passiv zu verwalten. Ja, das heißt, ähnlich wie die Alterssicherung, ja, die Rentenversicherung macht für uns die Vorbereitung für das hohe Alter, ja, spart für uns sozusagen. Dieser Staatsfonds würde unser Portfolio-Manager werden, sozusagen. Er würde für uns in den internationalen Aktienmarkt investieren und aus den Gewinnen würde eine soziale Dividende, also kein bedingungsloses Einkommen, sondern lediglich eine soziale Dividende finanzieren. Das wäre viel kleiner als ein bedingungsloses Einkommen, würde aber einige Vorteile davon haben. Und wenn wir eine gute Erfahrung mit dieser passiven Verwaltung vom öffentlichen Eigentum von Kapital haben, dann schlage ich evolutionär vor, in einer zweiten Stufe dieses Eigentum zu aktivieren, indem wir versuchen, demokratische Institutionen aufzubauen, die eben versuchen, die Kapitalisten herauszufordern, um ihnen die Kontrolle von ausgewählten großen Unternehmen streitig zu machen. Weil ich glaube, dass wir sonst die Gefahr laufen, dass unsere Demokratie, wie schon in den USA der Fall ist, sich allmählich in eine Plutokratie umwandelt. Und deswegen schlage ich das vor. Und eben Aktienmarktsozialismus bezieht sich eben auf den Aktienmarkt. Meine Idee ist, dass sozialer Fortschritt niemals von so Erfindungen aus dem blauen Himmel kommt, sondern immer von der Ausnutzung der Chancen, die uns die Realität gibt, gewisse Organisationsformen zu nehmen, die sehr sophistiziert sind und sich entwickelt haben und zurzeit zugunsten bestimmten Eliten oder bevorzugten Gruppen der Gesellschaft funktionieren und sie so zu transformieren, dass sie eben zum Nutzen der gesamten Bevölkerung kommen. Und das ist eben die Idee der Aktienmarkt, das kann ich auch erläutern, wenn Sie später fragen, wurde dann im Dienst des Gemeinwohls und nicht im Dienst weniger Kapitalisten sein. Braucht eine Menge Vertrauen dann in den Staat, aber darüber sprechen wir auch, ob der Staat dazu in der Lage sein wird. Wenn Sie einverstanden sind, liebe Gäste, dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns als erstes das Modell an, das uns möglicherweise am nächsten ist, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, einfach am nächsten, weil wir alle, glaube ich, darüber schon am meisten gehört haben und vielleicht schon konkrete Bilder haben. Das ist auch eines der Szenarien, Herr Cornio, wo Sie sagen, klingt wahnsinnig gut, hat aber Nachteile. Was spricht gegen das bedingungslose Grundeinkommen? Also es gibt zwei oder drei große Nachteile. Ich glaube, der erste ist natürlich die Finanzierung. Das heißt eben, wie Sie gesagt haben, wenn jeder dieses Einkommen kriegt, ja, das Einkommen soll eine ganzwertige Teilhabe am Gesellschaftsleben ermöglichen, ja, dann sprechen wir wenigstens von dem Niveau von Hartz IV heute. Das wäre wirklich das Allerminimum. Ja? Das wird wahrscheinlich gar nicht reichen, oder? Nee, also wahrscheinlich mehr. Und das heißt, dass wir wenigstens Ausgaben, Staatsausgaben in Höhe von einem Viertel bis einem Drittel des Bruttosozialproduktes dafür tätigen müssten. Ja? Um für diejenigen, die das nicht wissen, heutzutage, eigentlich seit den 70er Jahren ist aber konstant, liegt die Steuerquote in Deutschland bei gut 20%. Ja? Das heißt, eine Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens in dieser Höhe würde in etwa eine Verdoppelung der steuerlichen Belastung verlangen. Und das zu einer Zeit, in der Trump die Steuern gewaltig senkt, Frankreich das macht, Italien das dabei ist, das zu machen. Ja, wir sind dabei, eine Art Flat Tax 25% einzuführen. Also es gibt ein Riesenproblem hinsichtlich der Finanzierung. Und die zwei weitere Probleme sind
Zum einen, dass eben aufgrund der unheimlichen Kosten dann eine viel sparsamere Variante eingeführt werden würde. Und das wäre ein trojanisches Pferd, um den Wohlfahrtsstaat zu beseitigen. Ja. 2006 hat der neokonservative Soziologe Charles Murray in den USA, er ist sehr angesehen, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel In Our Hands, How to Get Rid of the Welfare State. Und das war eben der Vorschlag, eben ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen und als Gegenleistung öffentliche Krankenversicherung, öffentliche Rentenversicherung, alles praktisch, was eben in Amerika noch sozialstaatliche Leistungen sind, zu eliminieren. Ja, das heißt, das Risiko ist, es wird immer als emanzipatorisches Instrument eingeführt, aufgrund der unmöglichen Finanzierung wird dann zurückgestuft und de facto zu einer Marktgesellschaft. Das heißt, wir haben keine soziale Gesellschaft mehr, aber der Staat kann jederzeit sagen, oh, wir müssen das Grundeinkommen reduzieren, weil sonst ist es nicht. Ja, es wäre eine Almose und dann alle müssen für sich selbst sorgen. Ja? Jetzt so existieren können sie aufgrund dieses Betrages, ja? Alles andere müssen sie leider selber. Ja? Und das dritte Problem ist ein ethisches Problem, nämlich dass durch dieses System zum ersten Mal in der Geschichte komplett gesunden jungen Menschen erlaubt wird, ihr ganz Leben lang auf Kosten des Gemeinwesens zu leben. Ja? Wenn sie wollen. Wenn sie wollen, ja. Aber das wäre eben und praktisch etwas, was bitte, eben in der Vergangenheit, es waren genau diese Situationen, die dazu geführt haben, dass eben diejenigen, die geschuftet, die gearbeitet haben, gegen Adel, Klerus und Industriemagnaten aufgestanden sind, weil sie eben diese Art von Ausbeutung nicht toleriert haben. Das heißt, hier taucht ein riesiges Gerechtigkeitsproblem auf, das vielleicht in sehr homogenen Gesellschaften gelöst werden kann, wenn alle tatsächlich eben sich gleich davon bedienen und gleich auch beitragen, aber in sehr pluralistischen, unterschiedlichen, diversen Gesellschaften wie der unseren, glaube ich, eher zu riesigen sozialen Spaltungen, zu richtigen sozialen Sprengstoff führen würde. Was ja das Gegenteil dessen wäre, was die Idee eigentlich impliziert. Aber Sie haben beide schon die ABAS angemeldet. Ja, ich merke aber gerade, dass meine Fragen dann, glaube ich, eher in Richtung von Herrn Corneo gehen. Das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Sie dürfen alles. Ich darf alles, okay, das ist super. Weil, also leistungsfrei ist doch ein Einkommen auch, wenn ich einen Aktienmarkt habe. Also wenn ich einen Aktiensozialismus habe, dann ist doch die Definition dessen, so würde ich es erstmal verstehen, dass ich leistungsfrei... Ich nehme es zurück. Sie dürfen es natürlich, aber ich wollte darüber tatsächlich erst später sprechen, jetzt über das Grundeinkommen. Also ich versuche gerade... Ja, dumm gelaufen. Okay, also... Ja, verzeihen Sie. Ich war etwas zu groß, wie Sie dürfen alles. Sie dürfen natürlich, aber recht wäre es mir, wenn Sie aber es trotzdem... Aber ich soll nicht. Ja, ja. Okay. Ach, Mann. Also... Dann darf ich. Dann müssen Sie. Ja. Wer nicht muss, der kann. Ja, hoffentlich. Das ist schon mal meine erste Antwort zu dem dritten Punkt, den Sie gesagt haben. Und ich würde sagen, bei den Vorstellungen der disziplinarischen Maßnahmen, den ein Staat oder eine Leistungsgesellschaft aufrechterhalten soll in Ihren Augen, um zum Beispiel eine junge Generation für das Erwerbsarbeitssystem der Zukunft vorzubereiten, fallen Sie Ihrer eigenen Vorstellung eines Aktienmarktsozialismus in den Rücken, weil genau eine solche arbeitsame, vom Schweiß getriefte junge Generation, die weiterhin in den Mühsalen des 19. Jahrhunderts weiter schuftend ihr Einkommen erarbeitet, wird es in Zukunft, so sagen Sie, eben gar nicht mehr geben. Und dann ist ja die interessante Frage, wie wir künftig Leistung und Teilhabe an der Gesellschaft miteinander neu verhandeln. Und da ist das bedingungslose Grundeinkommen allein schon zu dem ersten Punkt, lassen Sie mich bitte zu Ihren drei Punkten was sagen, ein allemal interessanter Gegenentwurf, weil es uns davon befreit, den Arbeitsbegriff mit dem Begriff der Erwerbsarbeit zu verwechseln und damit auch das Leistungsspektrum innerhalb der Gesellschaft erweitert, jenseits des sklavischen Lohnarbeitsbegriffs. Das ist zu dem ersten Punkt zu sagen. Ich würde Ihnen sehr zustimmen, dass das genau das Sprengpotenzial, dass das geradezu das Sprengpotenzial darstellt, was Sie
vermuten, aber genau deshalb wird die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ja so heiß diskutiert, weil es mit dem Loslassen von liebgewonnenen Vorstellungen einhergeht in Bezug auf Leistung, in Bezug auf Verantwortung, in Bezug auf Rechtschaffenheit und die Frage einfach stellt, in welcher Form ist eigentlich jeder berechtigt, an unserer Gesellschaft teilzuhaben, dadurch, dass er da ist und dadurch, dass genug da ist und wie sind eigentlich die Bedingungen für künftige Leistungsbereitschaft. Und die, würde ich sagen, sind mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eher gegeben als mit all den drangsalierenden Dressurmaßnahmen, die wir uns heute meinen, noch leisten zu müssen. Komme ich zu dem Punkt, den Sie als zweites angesprochen haben. Helfen Sie einmal weiter, was war Ihr zweiter Punkt? Trojanisches Pferd. Das trojanische Pferd, naja, das ist ja wiederum absurd, dass man sagt, weil man eine Idee missbrauchen könnte, sollte man sie nicht richtigerweise einführen. Naja, richtig, wenn Sie mich fragen würden, womit man dem bedingungslosen Grundeinkommen am allermeisten schadet, dann durch seine falsche Einführung. Aber bemerken Sie mal, was für eine Alphabetisierung wir in Sachen Grundeinkommen, zumal in der Bundesrepublik Deutschland, in den letzten Jahren schon durchlaufen haben, dass ein Berliner regierender Bürgermeister von einer sozialdemokratischen Partei, der ein Konzept solidarisches Grundeinkommen nennt, was mit dem Grundeinkommen überhaupt nichts zu tun hat, heute von allen über den Mund gefahren bekommt, dass er sich diese Begriffsaneignung und diese Begriffsverwirrung doch bitte ersparen sollte. Ja, warum? Weil sich niemand für dumm verkaufen lässt, wenn er die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens richtig verstanden hat. Das trojanische Pferd ist dann ein Problem, wenn wir die Mühsal der Arbeit des Begriffes, um es ganz emphatisch mit Hegel zu sagen, uns sparen. Und wenn wir darauf achten, was für ein Grundeinkommen wir wollen, dann können wir selbstverständlich jeden Missbrauch auch verhindern. Kommen wir zu spannendsten, zu interessantesten oder vielleicht uninteressantesten Frage, Ihrem ersten Punkt, nämlich der Finanzierungsfrage. Naja, das bedingungslose Grundeinkommen lässt sich tatsächlich schwer finanzieren. Vielleicht ist die Finanzierung sogar unmöglich, wenn Sie sich das so vorstellen, wie Sie es sich vorstellen, nämlich, dass wir quasi das Doppelte produzieren müssten, weil wir auch das Doppelte konsumieren müssten und deshalb müssten wir auch das Doppelte finanzieren. Jetzt ist es ja sehr interessant, dass die einzige Situation, die ein bedingungsloses Grundeinkommen unfinanzierbar machen würde, folgende wäre, nämlich wenn es nicht genügend Güter und Dienstleistungen gäbe, auf die wir zugreifen könnten. Das bedingungslose Grundeinkommen ist längst finanziert, weil jeder in der heutigen Gesellschaft längst ein Einkommen benötigt, um an der Gesellschaft teilzunehmen. Deshalb muss man sich das bedingungslose Grundeinkommen bitte nicht vorstellen als Lottogewinn, als Zusatzprämie, als einmal für alle obendrauf, sondern es ersetzt die bestehenden Einkommen in seiner existenzsichernden Höhe. Das heißt, genau in allen Einkommen von heute wird der existenzsichernde Teil bedingungslos. Diese Operation kann man auf sehr unterschiedlichen Wegen angehen. Auf jeden Fall ist sozusagen der brisante Anteil die Bedingungslosigkeit und die Finanzierung dabei ist schlicht die falsche Frage, weil es ist die interessante Frage, wie man diese Bedingungslosigkeit gewährleisten will. Aber dass daraus grundsätzlich ein Finanzierungsproblem erwachsen würde, läge nur dann vor, wenn wir unfähig wären, uns materiell und kulturell ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich zu leisten. Und dass es nicht genug Güter und Dienstleistungen gibt, die längst vorhanden sind, das würden Sie ja wohl auch nicht abstreiten. Also, Sie müssen natürlich jetzt eine Antwort geben, aber Ihre Haltung würde mich auch sehr interessieren. Jedenfalls mal eine Haltung mal reingeben, die vielleicht weniger leidenschaftlich ist, weil ich bin tatsächlich für das bedingungslose Grundeinkommen. Also das haben Sie sehr schön gesagt, jeder Mensch braucht ein Einkommen, wir werden geboren und wir brauchen Ressourcen. Und ich denke, zur Menschenwürde gehört dazu, dass wir dieses haben. Das ist ja auch eine seltsame Konstruktion, dass militärische Einsätze passieren wegen Menschenrechtsverletzungen, aber wenn bis zu 100.000 Menschen am Tag verhungern, ist das irgendwie keine Verletzung der Menschenwürde. Natürlich ist es das und deshalb ist es viel sinnvoller, statt dass Menschen die nächste Fortbildung und noch einen Bewerbungskurs zu geben, was ja auch keinen Sinn macht, weil der Konkurrent bekommt ja auch die nächste Fortbildung und auch den nächsten Bewerbungskurs, so zu tun, als wäre das das individuelle Versagen, sondern einfach zu sagen, nein, es ist nicht das individuelle Versagen, sondern es hat einfach was mit dem Stand der Produktionsverhältnisse zu tun, sage ich jetzt mal, dass es wesentlich sinnvoller ist, einfach das bedingungslose Grundeinkommen zu machen.
Aber es löst natürlich nicht die Probleme von unbegrenztem Wachstum in einer begrenzten Welt, von Klimawandel, von Leistungsdruck, weil eben ja so scheinbar dann das Bild aufrechterhalten wird, es sind nur noch ganz wenige, die das ganze Geld für alle erwirtschaften müssen. Das ist natürlich nicht so. Und insofern sympathisiere ich selber mal eher mit dem Begriff Grundauskommen, also dass wir einerseits eben die Bedürfnisse befriedigt bekommen, dass eben Bildung, dass Gesundheit, das Wohnen etc. einfach da wäre und meinetwegen auch ein Grundeinkommen immer noch. Aber diese Konzentration auf das Geld macht eben wieder unsichtbar, dass ganz viele Tätigkeiten ohne Geld funktionieren. Die ganzen pflegenden Tätigkeiten, traditionelle Frauentätigkeiten etc. Und auch wieder eine starke Vernutzung aus dem globalen Süden von Tätigkeiten da drin. Also man hat eben immer noch dieses Bild, da gibt es die Arbeit, die schafft das Geld und das ist die Wirtschaft und alles andere ist so Ehrenamt und freiwillig und aus Liebe und so. Und da, denke ich, muss man noch ansetzen, aber das dann später. Jetzt wird es kompliziert, weil ich möchte sowohl Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, vielleicht eventuell anders Verstandenes richtig zu stellen und ich möchte unbedingt aber auch Ihnen die Gelegenheit geben, auf seine Unterstellung zu antworten, dass Sie ein Zuchtmeister sind und sagt, die jungen Leute müssen gezwungen werden, dass es faule Säcke sind. Also ich würde vorschlagen, dass Sie erstmal auf seine Erwiderung erwidern und dann unterhalten wir uns über das Problem, ob das wirklich so gemeint ist, dass es wieder nur um Geld geht oder ob es vielleicht ganz andere Ideen noch gibt. Ja, also zunächst einmal glaube ich, man muss ein bisschen Empirie in die Diskussion bringen, ja. Also doch, jetzt kommt doch der Zuchtmeister. Ja, also man muss schon Zahlen nennen, ansonsten eben diskutiert man im Wagen und es bleibt so ein bisschen metaphysisch. Jetzt, was ist eben mit der Arbeit? Ja? Zwischen 1950 und heute in Deutschland, das durchschnittliche jährliche Arbeitsvolumen pro Erwerbstätige, also die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden in einem Jahr, ist zwischen 1950 und heute nicht konstant geblieben. Ja. Die ist gefallen, und zwar von 2.400 Arbeitsstunden im Jahr auf 1.350. Ja. Das heißt, es gibt schon einen langen Trend nach unten, eben in der Anzahl der Stunden, die geleistet werden für die Arbeit. Und wir sprechen von Lohnarbeit. Wir sprechen von Arbeit, für die man Lohn kriegt. Nur wir von sprechen dieser von einer Situation, wo es den Familienernährer gab. Was in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als Arbeit gilt, aufgenommen, ja, Lohnarbeit. Aufgenommen wird. Ja. Das heißt, eben, wir haben eben keine drastischen Maßnahmen eingeführt und von allein, obwohl eben die Anzahl zwischen 1950 und heute die Arbeitsproduktivität pro Stunde hat sich verneunfacht in der Bundesrepublik, verneunfacht. Ja. Das Bruttoinlandprodukt versiebenfacht. Ja. Also das heißt, es gibt nichts, was eben jetzt plötzlich in der Zukunft kaputt gehen wird. Es ist eine lange Entwicklung, die eben, ich hoffe, dass dazu führen wird, dass tatsächlich wir dahin kommen werden, dass wir immer weniger arbeiten werden. Aber eben dazu braucht es eben keine zusätzliche Maßnahme. Jetzt zu den zwei anderen Punkten. Sozialer Sprengstoff versus eben Freiheitssinn. Zum einen eben der Punkt der Finanzierung ist offensichtlich. Solange wir tatsächlich Freiheit haben wollen, dann müssen wir den Menschen die Freiheit geben zu entscheiden, wie viel sie arbeiten, was sie investieren, ob sie investieren, welche unternehmerische Initiative sie tätigen und so weiter. Und die gesamte Diskussion in der Steuerpolitik, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dreht sich darum, eben wie wir am besten diese schwierige Gratwanderung meistern können zwischen Anreize und Umverteilung. Ja? Weil wenn wir eben mehr Umverteilung, zum Beispiel eben durch höhere Steuern, die notwendig sind, ja, einfach die Steuersätze müssen erhöht werden, um eben diese Staatsausgaben zu finanzieren. Und es ist eben seit jeher, dass eben ein Großteil der Profession, also derjenigen, die sich mit Steuerpolitik befassen, eben versucht, eben das Beste rauszumachen, wie können wir
so weit wie möglich gehen bei der Umverteilung, also bei mehr Steuerprogression, großzügigeren Transfer, zum Beispiel in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, ohne dass eben die gesamte Leistung zugrunde geht. Ja? Und eben weltweit die Erfahrung war, dass wir eben auch bei den Transfers nicht zu viel Freiheit geben können, ansonsten eben ufert das aus. Und ich glaube, dass die Hartz-IV-Reformen teilweise auch eine Antwort war darauf, dass eben viele in der Bevölkerung den Eindruck hatten, dass es zu einfach geworden ist, Leistungen zu beziehen, und das kann auch kulturelle, arbeitsethische Probleme erzeugen, die eben von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht so gewünscht sind. Ja? Und als Beispiel für Sprengstoff ist, wir haben zum Beispiel in Israel de facto ein besinnungsloses Grundeinkommen für die ultraorthodoxen Juden. Ja? Sie dürfen eben diese ganze Transfers bekommen, ohne zu arbeiten, ohne die Kinder in die Schule zu bekommen. Und die Kinder lernen dann die Tora, lernen die Tora, und das reicht. Und das hat enormen Sprengstoff erzeugt. Ja? Das heißt, in Gesellschaften, wo eben einige sich auf Kosten des Rests der Gemeinden einfach ihr Leben leisten können, dann führt das unmittelbar zu sozialem Sprengstoff. Also ich bin mehr für Brüderlichkeit, für eben die Idee, dass jeder beitragen soll, was eben er kann, und eben nicht mehr verlangen soll, als eben was er wirklich dann nötig hat. Und ich glaube, diese Idee von Gerechtigkeit ist bei der Bevölkerungsmehrheit sehr stark verinnerlicht. Herr Mohr hat ja eine schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie genau diese Ausblendung auch wieder machen. Also wenn ich die Arbeitszeit von 1950 mit heute vergleiche, dann habe ich eben eine Situation, wo es den Familienernährerlohn gab und wo sozusagen klassischerweise nur der Mann arbeiten gegangen ist und die Frauenarbeiten nicht gesehen worden ist. Und dann vergleiche ich also eine Situation, wo damals so viel gearbeitet wurde und jetzt wird nur noch die Hälfte gearbeitet, aber faktisch arbeiten ja beide, also Männer und Frauen. Insofern kann man sagen, die Arbeitszeit ist nicht runtergegangen. Und sie ist, hallo? Die Arbeitszeit ist nicht runtergegangen. Und zwar weshalb? Sie haben die entscheidende Zahl genannt, weil sich das Bruttoinlandsprodukt versiebenfacht hat in dieser Zeit. Und wenn es sich auch nur verdoppelt innerhalb der nächsten 30 Jahre ungefähr wieder, wo soll bitte die nächsten drei Planeten herkommen? Weil wir wissen alle, dass wir im Augenblick schon ungefähr weltweit drei Planeten haben. Also jedenfalls hier, wenn wir jetzt den deutschen Standard bräuchten, einfach mal nehmen, dann drei Planeten bräuchten. Und das ist das Problem, dass wir eben nicht einfach nur die Wirtschaft so laufen lassen können, weil wir dann einfach diese Erde für erstens andere Generationen und zweitens aber auch schon jetzt für die Menschen in Indien, wie das 17-jährige Mädchen, das gestern erschossen worden ist, oder die Bangladesch-Bauern, die sagen, es gibt keine Jahreszeiten mehr in Bangladesch und sie hungern. Und sie kommen als ZwangsmigrantInnen dann hierher, etc., etc. Wir können einfach nicht weitermachen wie bisher. Und es ist zwar schön, das umzuverteilen, aber wir müssen einfach strukturell auch was verändern. Ich möchte eine meiner berühmten Laienfragen stellen, wenn es an alle drei, wenn es so ist, dass die Produktivität einer Arbeitsstunde sich verneunfacht hat, habe ich richtig im Kopf, seit den 50 Jahren, dann haben wir doch gewonnen. Also wenn, dann könnten doch... Einer könnte doch dann weiter arbeiten und die acht anderen hätten frei und trotzdem Wohlstand. Oder wir alle würden von 9 Stunden Arbeitstag nur noch eine arbeiten und hätten trotzdem noch diesen Wohlstand. Also das ist doch genau die Krux, wenn wir so wahnsinnig effizient werden, also jetzt mal Umweltverschmutzung und alles, kommen wir noch dazu, weggelassen. Nur, also wir sind ja im Utopia-Bereich. Also wenn wir so wahnsinnig effizient geworden sind, was menschliche Arbeitskraft betrifft und Produktivität, die sie abwirft, weil die Maschinen, weil die Computer, weil die künstliche Dumpfbackigkeit, genannt Intelligenz, dann ist doch das Grundeinkommen 9-fach finanzierbar, eigentlich. Wenn einer 9-mal mehr produziert als in den 50 Jahren, können die 8 anderen noch jetzt zu Hause liegen und Fernsehen. Sie möchten auch doch gerne eben vom Callcenter angerufen und belästigt werden, zum Beispiel, genau. Was wollen Sie sagen? Ich möchte auch noch gerne. Das war eben eine freie Entscheidung der Menschen, so wie sie diese Produktivitätsgewinne zwischen mehr Konsum, mehr Freizeit und andere Dinge aufteilen konnten. Tatsächlich eben das gesamte Arbeitsvolumen in Gesamtdeutschland ist heutzutage geringer.
Aber es ist doch nicht die freie Entscheidung der Menschen gewesen. Wieso sind Sie gezwungen, hier zu moderieren? Warum machen Sie das? Ich mache es tatsächlich, weil ich es möchte, aber ich habe auch das Glück, dass ich es will, weil wenn ich gar nichts mehr mache, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Sind wir gefragt worden, dass seit Jahren, das werden Sie ja am allerbesten wissen als Finanzwissenschaftler, mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt wird als zum Höhepunkt der Finanzkrise 2008, und zwar aus dem Grund, damit die Wirtschaft weiter wächst, weil sie sonst zusammenkracht? Das sind doch keine freien Entscheidungen, noch nicht mal von irgendwelchen Regierungsmenschen, sondern das sind einfach die strukturellen Wachstums. Aber Frau Habermann, ich wollte Sie auch fragen als Wirtschaftswissenschaftler, warum können wir nicht einfach neunmal weniger arbeiten und alle sind glücklich? Tja, fragen Sie mal Frau Merkel, so wie irgendwie die Wachstumszahlen nicht nach oben schießen, ist sie keine Klimakanzlerin mehr. Warum kann ich von meinem Einkommen nicht neun andere miternähren? Ja, ich finde es fatal, dass wir den Arbeitsbegriff jetzt diskreditieren, weil ich finde ja, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ermöglicht es uns überhaupt erstmal, den Arbeitsbegriff von all dem zu befreien, was ihn häufig oftmals zur Drecksarbeit degradieren lässt, und einen Tätigkeitsbegriff daraus aufscheinen zu lassen, der damit zu tun hat, dass der Mensch, der hier und heute auf der Welt ist, etwas tun will, um daran sich und die Welt zu erfahren. Und deshalb will ich auf Ihren Gesichtspunkt nochmal zurückkommen. Sie haben ja zur Empirie gemahnt, und ich würde sagen, eben, Sie haben wunderbar wieder den Beweis geliefert, bevor man Empirie treiben will, muss man eben Anthropologie betreiben, weil in einer Sache komme ich Ihnen entgegen, und weil ich Ihnen entgegenkomme, widerspreche ich Ihnen umso mehr. Ist das nicht eine schöne Dialektik? Ich sage Ihnen, das bedingungslose Grundeinkommen lässt sich ganz sicher überhaupt nicht finanzieren unter einem Gesichtspunkt, nämlich wenn wir alle verdammt nochmal nichts tun wollen. Natürlich lässt sich das bedingungslose Grundeinkommen nicht finanzieren, wenn wir künftig nicht dafür Sorge tragen wollen, dass wir weiter die Güter und Dienstleistungen erzeugen, mit wessen Hilfe, unter wessen Bedingungen auch immer, technologischer, globalisierungstechnischer Natur, unter welchen Bedingungen auch immer wir in Zukunft weiter dafür sorgen wollen, dass das, was wir konsumieren wollen, wir auch produzieren. Das ist aber die einzige Bedingung, und nicht irgendwelche ausgedachten Rechnungen und Formeln und sozusagen in meinen Augen tatsächlich im Zweifelsfall dann insofern abgehobene Zahlenblaserei, weil die Begriffsbildung dabei ja schon nicht mitkommt. Und Sie haben die Arbeitsstunden nur genannt, die im Laufe der Zeit tendenziell nach unten gegangen sind, dann die siebenfach erhöhte Wirtschaftswachstum, die neunfach erhöhte Produktivität. Interessant ist ja, dass Sie auf den Begriff des Ehrenamtes, der freiwilligen Tätigkeit jenseits dessen, was wir Lohnarbeit nennen, gar nicht eingegangen sind. Die wird ja heute schon in Deutschland eigentlich zu zwei Drittel direkt erbracht und bringt damit sozusagen Wertschöpfung für unsere Gesellschaft hervor und ist damit gar nicht abzubilden. Von daher würde ich einfach sagen, es geht gar nicht darum, wie wir die schmuddelige Arbeit loswerden, sondern wie wir unter anderen Bedingungen tätig werden können. Und das könnte bestenfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen, dass wir aus Freiheit heraus tätig werden, und was wir dann tun, auch was wir dann konsumieren, das wird viel mehr gezeichnet werden von der Signatur unseres Willens, und damit ist dann endlich auch eine Haftbarkeit gegeben, die wir heute ganz schnell an irgendwelche Systeme delegieren, die wir dann dafür verantwortlich machen können, dass es uns doch leider so ungut geht. Und deshalb würde ich sagen, kämpfe ich tatsächlich für ein emanzipatorisches Grundeinkommen, was mich letztendlich auch schuld sein lässt für die, verzeihen Sie mir, Scheiße, die passiert. Und diese Schuldzurechenbarkeit geht mit der Freiheitsfähigkeit einher, und die würde ein bedingungsloses Grundeinkommen bestenfalls gewährleisten. Davon werden wir nicht bessere Menschen, die Welt ist damit noch nicht gerettet, aber wir haben sozusagen einen archimedischen Punkt, mit dem wir mal anfangen könnten. Und das war das Schlusswort. Mir ist natürlich vollkommen klar, Verzeihung. Mir ist vollkommen klar, dass wir stundenlang über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren könnten und es ganz viele Argumente dafür und dagegen gibt. Ich sehe nur auf meiner altmodischen Taschenuhr, dass wir dann Gefahr laufen, die anderen beiden Theorien nicht auch wenigstens kennenzulernen und darüber zu sprechen. Sehr gut verteidigt, würde man in England sagen. Frau Habermann, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also,
wie muss eine Wirtschaft sein, wo ich sage, es macht ja Sinn, also dass ich jetzt nicht eine Bohrmaschine habe, mein Nachbar hat auch eine Bohrmaschine und in Bonn gibt es wahrscheinlich 50.000 Bohrmaschinen, die, habe ich in einer Statistik gelesen, im Schnitt 3 Minuten gebraucht werden. Also wäre natürlich einfacher, wir hätten in Bonn eine Bohrmaschine und das Handy würde mir sagen, wann die gerade bei mir in der Gegend frei wird, damit ich mein eines Loch für den Zahnputzbecherhalter bohren kann. Habe ich das Grundprinzip richtig verstanden? Ich brauche ja auch kein eigenes Auto, weil die meisten stehen ja nur rum. Ich brauche ja eigentlich auch keine eigene Wohnung, solange ich darin wohnen kann, ist mir wurscht, ob sie mir gehört oder nicht, Hauptsache ich wohne drin. Wie ist die Vision? Okay, ich habe sie noch nicht ganz verstanden. Bohrmaschine. Herr Corneo hat ja gesagt, wenn jeder seinen Roboter im Keller hat, dann sind wir alle kleine Kapitalisten. Das wären wir jetzt erstmal nicht, weil wir hätten einfach unsere Produktionsmittel wieder, wie Menschen das vor dem Kapitalismus auch hatten, als sie zum doppelt freien Arbeiter wurden, nämlich nicht nur frei ihre Arbeitskraft zu verkaufen und nicht versklavt, sondern auch frei von der Möglichkeit, sich selbst zu ernähren. Das war auch Grundbedingung im Kolonialismus, dass man erstmal alles kaputt machen musste oder sich das Land aneignen musste, damit die Menschen überhaupt bereit waren zu arbeiten. Und ja klar, man muss die Menschen in Not bringen, damit man sie zwingen kann, die Not zu lindern, indem sie arbeiten. Und ich benutze Arbeiten immer nur in meinem verwendeten Sinne, ansonsten würde ich von Tätigkeit sprechen. Können wir gleich nochmal. Jetzt sind wir nochmal beim Eigentum. Also, wenn jetzt also die Bohrmaschine geteilt wird und auch andere Produktionsmittel und was ist mit der Bohrmaschinenfabrik? Das würde mich interessieren. Viele sagen eben, also Jeremy Rifkin, wie gesagt, liberaler Ökonom, sagt, also wem die Produktionsmittel gehören, das erledigt sich eigentlich die Frage, weil man eben immer dezentraler auch produzieren kann. Man braucht nicht mehr den großen Autokonzern, der erstmal mit Milliarden aufgebaut werden muss und bis man so ein Auto produziert hat, das dauert, sondern im Prinzip können sich Leute per Internet vernetzen, sagen, das nennt man ein Crowdsourcing, dann sagt jemand, lasst uns ein Auto konstruieren, das auf 100 Kilometer nur 1 Liter Benzin verbraucht und dann kann das so konstruiert werden, dass man das in lokalen Werkstätten zusammenbauen kann oder ausgedruckte Autos gibt es auch schon. Rifkin würde aber auch sagen, das ist nicht meine Vision, weil das ist eine Vorstellung von Gesellschaft. Hier ist mein Auto und da, wo dein Auto aufhört, da fängst du an sozusagen. Also meine Freiheit endet an deiner Freiheit. Das ist ja so eine liberale Freiheitsvorstellung. Und er teilt dann eigentlich genau das, was auch in feministischen Diskussionen sehr stark gemacht wird, dass wir immer abhängig sind voneinander, dass wir uns nur verwirklichen können in dieser Welt, wenn wir uns das gegenseitig ermöglichen. Und die Vision ist eben eine Welt, in der auf der einen Seite eben auch nicht alles im Privateigentum sein muss, was damit eben auch das Umweltproblem lösen würde, davon ausgeht, dass Bedürfnisse sehr begrenzt sind, weil unsere Zeit ist begrenzt, wir haben nur 7 Sinne und die Tatsache, dass 8 Männern so viel gehört, so viel Vermögen haben wie die andere Hälfte der Menschheit, das suggeriert ja immer so, sie könnten irgendwie was davon haben, sie können ja eigentlich das gar nicht wirklich sinnlich erfahren. Sondern man eben sagt, Bedürfnisse sind begrenzt, man braucht nicht immer die Bohrmaschine und wir fahren nicht alle nur von morgens bis abends nur noch Bahn, wenn es umsonst ist. Manche mögen das tun, das ist dann auch nicht so schlimm, wenn es ihnen Spaß macht. Und so gehen wir eben auch mit den Produktionsmitteln um und das befreit eben, Sie hatten vorhin gesagt, man kann, wenn man nicht muss. Also Arbeit ist eben entfremdet, weil wir müssen. Da gibt es ganz viele Experimente, dass Menschen nicht mehr solidarisch sind, nicht mehr hilfsbereit sind. Auf die Gefahr, dass Sie mich jetzt schlagen oder zum Trottel erklären. Ja. Ich bin auf der Welt. Meine Eltern haben beschlossen, ich komme auf die Welt. Ich kann nicht viel dagegen tun. Ich bin jetzt da. So, ich muss trinken, ich muss essen, ich muss irgendwas Warmes zum Anziehen haben, weil Mutter Natur mir kein Fell geschenkt hat. Ich muss irgendwo wohnen. Wo kriege ich jetzt das alles her? In Ihrer Vision. Ja, es ist ja eigentlich, es ist ja nicht so, dass Sie sofort geboren werden und sofort arbeiten müssen, sondern Sie werden erstmal versorgt. Ja, ja, es wurde in mich investiert, damit ich nachher ein wertvolles Mitglied dieser kapitalistischen Gesellschaft werde. Ich wurde großgezogen, gefüttert, gewaschen, ausgebildet und dann hat man gesagt, so, was willst du werten? Dann sagte ich, ich weiß es nicht und dann war schon falsch und irgendwann wusste ich es und dann war ich ein Mitglied der Gesellschaft.
Ja, aber die aber jetzt ja meinen Planeten zerstört und andere Länder ausbeutet und all diese furchtbaren Dinge verursacht, die sie zu Recht schildern. Ich habe nicht verstanden, was die Vision ist. Also dass man Bohrmaschinen teilt, kann ich gerade noch verstehen. Aber das andere habe ich leider einfach nicht wirklich verinnerlicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie ein Wunschkind waren. Dann hatten Ihre Eltern wahrscheinlich nicht den Arbeitsmarkt im Blick, als ich habe keine Sie Ahnung, was die im Blick beschlossen haben, dass sie kommen sollen und haben sie versorgt. Und deshalb haben Kinder im Alter von einem Jahr auch die Selbstverständlichkeit, wenn ihnen jetzt da die Uhr runterfällt und sie kommen da irgendwie schlecht dran, weil sie gerade Rückenprobleme haben oder so, dass sie ihnen das aufheben. Mhm. Wenn man aber anfängt, die Kinder zu belohnen, wenn sie das machen, hören sie irgendwann auf und machen das nicht mehr. Es sei denn, sie werden belohnt. Okay. Und ja. In der Mitarbeiter-Motivationsliteratur nennt man das den Gummibärchen-Effekt, weil dann ist das Bild, also die Vorstellung, Kinder malen begeistert Bilder und wenn man ein Gummibärchen verteilt, dann machen sie nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich, damit sie viele Gummibärchen kriegen. Und wenn man sagt, die Gummibärchen sind alle, hören alle auf und langweilen sich. Und die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich mich gelangweilt habe, war abends, nachdem ich einen Fabrikjob hatte. Danach konnte ich nichts mehr mit mir anfangen. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und ich finde, faul sein eigentlich genauso, macht mir genauso wenig Spaß wie arbeiten. Aber ich bin den ganzen Tag tätig. Ich mache immer dies und das und jenes, was ich wichtig finde, was mir entweder Spaß macht oder was ich notwendig finde. Also das heißt, wir brauchen ein neues System von Nichtbelohnung und ein neues System von, was ist Arbeit? Da seid ihr euch ja, glaube ich, einig. Ja, aber wie könnte das aussehen? Arbeit ist in allen Sprachen sehr spät entstanden, weil es immer mit eben der Zwangssituation zu tun hat. Im Russischen kommt es von Sklave, im Französischen und Spanischen vom Folterinstrument und Labor im Englischen. Im süddeutschen Raum weiß man, dass man an Krankheiten laboriert. Also auch keine schöne Vorstellung. Hm. Wir müssen einfach wiederentdecken, dass wir selbstverständlich tätig werden, weil wir uns in dieser Welt verwirklichen wollen, weil einfach etwas getan werden muss. Und natürlich muss das organisiert werden, gesellschaftlich organisiert werden. Aber es muss nicht den Umweg machen über Geld- und Tauschlogik. Ich gebe dir nur die Bohrmaschine, wenn du was Gleichwertiges hast. Nicht, weil ich es jetzt auch gerade brauche, sondern es muss sozusagen gleichwertig sein. Das ist das Entscheidende. Da kommen immer strukturelle Zwänge rein, in diesem Preisvergleich möglichst viele unbezahlte Ressourcen mit zu vernutzen, sei es unbezahlte Arbeit, sei es Naturressourcen. Das heißt, wir bauen die ganze Zeit Strukturen auf, die zu etwas führen, was wir nicht wollen und sagen dann bestenfalls am Ende, jetzt lasst uns das, was dabei rauskommt, irgendwie so ein bisschen gerechter verteilen. Finanzmarktsozialismus, Grundeinkommen. Und ich denke, Zum einen ist es ein unnötiger Umweg und zum anderen versuche ich ja die ganze Zeit aufzuzeigen, dass es eben wirklich strukturelle Bedingungen gibt, die man nicht auf der Oberfläche lösen kann, sondern wo wirklich ganz andere Wirtschaftslogiken sich durchsetzen müssen. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir müssen einfach damit anfangen und Erfahrungen sammeln und den Weg weitergehen. Was sagen Sie, Herr Cornio, dazu? Verstehen Sie es? Kommt es Ihnen naiv vor? Oder? Also mir kommt es vor wie eine Überlegung, die schon eine alte, eine lange Geschichte, eine Tradition eigentlich an sich hatte. Nämlich eben die Idee, dass im Prinzip wir haben drei große Art und Weisen, Gesellschaften zu strukturieren und ökonomisch zu handeln. Die erste ist die Logik des Tausches oder des Tausches von Äquivalenten. Und da eben das, zum Beispiel der Markt, wo eben die Verteilung aufgrund eines äquivalenten Tausches zustande kommt. Die zweite Logik ist die Logik der Autorität, welche durchaus auch demokratisch begründet sein kann. Und da gibt es eben eine Autorität von oben und die verteilt zum Beispiel durch eben das Steuertransfersystem an die Mitglieder des Gemeinwesens. Die dritte große Art und Weise, große Volkswirtschaften zu organisieren, ist die Logik der Reziprozität und des Schenkens. Und ich glaube, das ist eher
die Logik, die Sie meinen. Das heißt, die Idee, dass man nicht Tausch von Äquivalenten macht und nicht eben autoritär von oben nach unten umverteilt Ressourcen, sondern dass man eben aufgrund von inneren Motivationen und sozialem Zusammenspiel die Leute bringt, eben tatsächlich das zu tun, was im Sinne des Gemeinwohls ist. Und das funktioniert zum Beispiel vergleichsweise gut innerhalb der Familie. Ja? Und es hat auch sehr viele Versuche gegeben, Art von Gütergemeinschaften zu starten und zu versuchen, ob sie auch funktionieren. Und es gibt ein Beispiel, das tatsächlich seit 500 Jahren sehr gut funktioniert, wo eben Geld abgeschafft worden ist, Privateigentum existiert nicht und Markttausch existiert nicht. Und das ist die Gemeinschaft der Hutterer. Ja, die Hutterer sind eine täuferische Kirche, die ursprünglich aus Deutschland kommt. Heutzutage gibt es inzwischen 40.000 Hutterer, die leben die meistens in Kanada, in Kolonien von gut 100 Mitgliedern, ohne Privateigentum, und das eben überlebt. Und es ist auch ganz interessant, weil tatsächlich bei ihnen die Arbeit eine ganz andere Stellung nimmt als bei uns. Bei den Hutterer, wenn jemand die Normen des sozialen Lebens verletzt, wird nicht dadurch bestraft, dass er in den Knast kommt oder dass er versklavt wird und mehr arbeitet, sondern die Bestrafung liegt darin, dass er nicht arbeiten darf. Oh. Weil Arbeit gleichzeitig soziale Integration ist. Ja? Aber natürlich, diese Hutterer Gemeinschaft ist eine religiöse Gemeinschaft. Ja? Das heißt, wir brauchen dann eine religiöse Struktur, die tatsächlich durch Indoktrinierung, durch Druck eben die Menschen dazu führt, dann eben die Normen der Gütergemeinschaft auch zu verinnerlichen oder auf jeden Fall zu beachten. Aber bei Druck, beim Druck, Wort Druck, sind Sie ja wahrscheinlich dann spätestens wieder in Alarmstimmung, Frau Habermann. Ja, weil im Augenblick der Druck sehr hoch ist. Ja. Also empirisch. Und viele Menschen deshalb in Depression gehen, in Burnout gehen, etc. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen, nämlich, das gibt es seit 500 Jahren, es ist ja umgekehrt. Also der Begriff des Eigentums ist erst 1690 von John Locke legitimiert worden. Und vorher gab es gar nicht die Vorstellung von Eigentum. Das heißt, dass man Menschen von etwas ausschließen kann, obwohl man es gar nicht selbst benutzt. Es gab Herrschaftsverhältnisse, so wie es auch im Mittelalter durch Herrschaftsgewalt und Schutzverhältnisse legitimierte Feudalsysteme gab, aber die Bauern haben eben auch mit Commons gelebt. Also es gab kein Eigentum an Land, sondern es gab, Rosa Luxemburg würde sagen, dorfkommunistische Strukturen. Rosa Luxemburg hat so ein schönes Zitat, wo Mitte des 19. Jahrhunderts, sagt sie, ist festgestellt worden, dass eigentlich in allen Erdteilen solche Strukturen waren, die eben nicht das Eigentum kannten. Und dieses Wissen ist immer wieder verdrängt worden, genauso wie immer der große Aha-Effekt kommt, weil es in jedem wirtschaftswissenschaftlichen Buch falsch steht, selbst bei den Progressiven, bei Yannis Varoufakis oder so, hat man dann auch noch, ja, da gab es den einen, der hatte den Apfel und der andere hatte die Banane, also das ist das Buch, wo er seiner Tochter die Wirtschaft erklärt, und dann haben die das getauscht und das war ein unvollkommener Markt. Das ist einfach historisch völlig falsch. Es hat nie Tausch innerhalb von Gesellschaften gegeben, bevor es Geld gab. Es gab Tauschbeziehungen im Fernhandel und es ist eingeführt worden in Besetzungssituationen, in Tributsituationen. Aber es gab nie eine Gesellschaft, die das Problem hatte, Mensch, wie kriegen wir jetzt den Apfel und die Banane getauscht? Da gab es nicht das eine Modell. Es gab ganz viele unterschiedliche Ausformungen, so viel wie es Ethnien gab. Und die einen waren sehr egalitär und haben vielleicht ganz nett gelebt. Die anderen waren irgendwie nicht so egalitär und es war nicht so nett. Aber die Vorstellung, wenn wir kein Geld hätten, würden wir miteinander tauschen, ist einfach ein anthropologisch völlig widerlegter Blick seit 150 Jahren. Und es wird absolut verschwiegen, hört sich jetzt so an, es hört sich so verschwörungstheoretisch an. Aber warum glauben wir immer daran? David Graeber, der dieses Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre als Anthropologe geschrieben hat, der sagt, ja, wir glauben daran, weil es eben so dazu führt, dass wir eigentlich immer sagen, wir sollen gut sein und Nächstenliebe und dies und das und jenes, aber auf dem Markt sind wir konkurrent und egoistisch.
Weil das ist ja so ein Bereich, den hat es schon immer gegeben. Adam Smith hat gesagt, Menschen haben das so naturhaft in sich, dass sie so tauschen. Und deshalb muss man das in Ruhe lassen und völlig abkoppeln von unseren Werten. Und um diesen Mythos zu bedienen, ist es eben so wenig bekannt, dass es Tausch vor dem Geld nicht gab. Herr Kofte, was sagen Sie dazu? Ja, ich hänge die ganze Zeit an dem Begriff des Eigentums, weil ich einfach einen Gesichtspunkt des Eigentums besonders stark machen will, nämlich den Zusammenhang zwischen Eigentum und Unternehmertum. Es ist ja für einen Unternehmer, für einen Menschen, der eine neue Idee hat und der merkt, ich kann diese Idee an niemand anderen delegieren. Es wird nämlich nichts passieren, wenn ich es nicht tue. Der ist erstmal darauf angewiesen, dass das, was er dann tatsächlich tut, dass das so nah bei ihm ist, wie vergleichbarerweise vielleicht ein Kind. Er hat sich um die neue Idee, um das neue Geschäft, um die neue Erfindung so zu kümmern, dass es sozusagen auch rechtlich, und diese rechtliche Tradition ist ja sehr alt und kommt eben aus der Römischen Republik, sein Eigentum ist. Das Problem beginnt ab dem Moment, ab dem er mit anderen zusammenarbeitet, er so erfolgreich wird, dass er andere Menschen benötigt, um mit ihm gemeinsam zu arbeiten und diese Menschen dann, so wie wir es heute gesellschaftlich organisieren, von ihm abhängig werden und am Ende er Eigentümer über Personen wird, über andere Personen. Und wenn wir sozusagen zwar einen Eigentumsbegriff weiterhin noch stark machen können, um sozusagen Unternehmertum in Zukunft auch zu gewährleisten, gleichzeitig davon aber auskoppeln die Situation, dass Menschen in existenzielle Abhängigkeit und Erpressbarkeit womöglich geraten, weil sie jetzt plötzlich diejenigen sind, die von den geschaffenen Arbeitsplätzen des Unternehmers profitieren. Wenn wir das sozusagen entkoppeln und eine Teilhabe garantieren, die losgelöst ist von der Eigentumsform eines Unternehmers, dann würde ich sagen, sind wir zukunftsträchtig gut aufgestellt und das große Problem der Plattformökonomien, der großen wenigen kapitalistischen Digitalfirmen, die wir heute und in Zukunft wahrscheinlich haben werden, ist, dass es sozusagen da am Anfang, als in der Werkstatt, in der Garage gewerkelt wurde und der erste Computer zusammengebaut wurde und die erste Software programmiert wurde, dass es dafür natürlich elementar wichtig war, dass Eigentümerschaft und Unternehmerschaft miteinander Hand in Hand gingen. Dass sich das aber in einer Art und Weise wie weiterentwickelt und zu einer so übergeordneten und ungeordneten und unkontrollierbaren gesellschaftlichen Infrastruktur längst entwickelt hat, die an ganz, ganz, ganz vielen Stellen Unternehmerschaft verhindert und Eigentümerschaft ausschließt. Und das ist sozusagen, wenn ich von heute auf die kommenden Herausforderungen schaue, dann frage ich mich eigentlich, wie sehen die Eigentumsformen der Zukunft aus und wie wird aber auch sozusagen unternehmerische Initiative, unternehmerische Inspiration. Sagen Sie doch, Frau Habermann. Ja, das ist ja. Ja. Mein Part. Ja. Das ist meine Frage, genau. Eigentum stammt tatsächlich vom Wort Dominium ab und das ist ein Wort, mit dem römische Juristen versucht haben zu definieren, wie man diese Menschen, die Sklaven sind, irgendwie bezeichnen kann. Und von diesem Sklavenhaltersystem ist das dann auf das ganze Haus mit Frau, Kinder und Schuldner übertragen worden, die dann auch umgebracht werden konnten. Dann hat dieses Konzept 1000 Jahre lang eigentlich erstmal keine Rolle gespielt und ist dann eben im 17. Jahrhundert wieder aufgegriffen worden. Insofern kommt es ja schon davon, dass ich Menschen versklave. Und die Frage ist doch, warum soll ich dann überhaupt noch an diesem Eigentumsbegriff festhalten? Weil letztendlich heißt es doch eben immer noch, Menschen müssen, also ist ja genau das Gegenteil von dem, was ein Grundeinkommen will, nämlich Menschen müssen arbeiten, weil sie irgendwie was nicht haben. Und was hat der andere? Der andere hat Eigentum. Und wo hat er das her? In aller Regel hat er das heute geerbt, weil irgendwie mit Arbeit können die wenigsten irgendwie noch wirklich großes Eigentum schaffen. Also mein Golf habe ich mir erarbeitet. Und dann ist die Frage, ist das wirklich irgendwie die ganze Woche in Sitzungen rumhängen, ist das so viel anstrengender als Putzfrau zu sein? Also ich glaube, ich weiß, was ich machen würde wollen. Also ist doch die Frage, warum ich überhaupt in diesem Eigentumsbegriff festhalte und nicht stattdessen sage, diejenigen, die damit arbeiten, also unternehmerischer Geist. Es gibt tolle Leute, die so einen großen Blick haben und sowas toll können. Es ist doch super, wenn sie das machen, ohne dass es jetzt ihr Eigentum in dem Sinne sein muss. Okay. Ich möchte diese Vision abschließen, um noch genau 10 Minuten, aber vielleicht können wir auch ein bisschen überziehen.
zu haben für die Idee des Kapitalismus. Sie sagen ja, Herr Kornau, Sie glauben nicht, dass es ohne Markt geht. Auf der anderen Seite wissen wir ja, der Markt regelt gar nichts von selber, auch wenn es Herr Seehofer gerne immer wieder wiederholt, schon gar nicht beseitigt der Ungerechtigkeit. Aber Sie gehen davon aus, dass Kapitalismus reformierbar ist. Sie, Frau Habermann, gehen davon aus, dass das ganze Ding so kaputt ist, dass man es einfach weglassen muss und ganz ersetzen muss. Sie glauben auch an die Ehe, an die Reformierbarkeit. Wie können wir, sind das Stellschrauben, die wir verändern müssen, oder was ist in Ihrer Vision zu tun? Also zunächst mal möchte ich vielleicht anknüpfen zu dem, was Sie gesagt hat, nämlich hinsichtlich des Marktes. Ich glaube, was wir erkennen sollten, ist der instrumenteller Wert des Marktes. Das heißt, der Markt kann gut oder schlecht sein, aber er hat sich herausgestellt, dass um eben 7 Milliarden Menschen auf einem Planeten zu koordinieren, dass sie eben einigermaßen sich friedlich leben und einigermaßen Wohlstand und einigermaßen gesunder und mit längerem Leben vorankommen, diese Institution sich instrumentell gesehen als erfolgreich erwiesen hat. Und diese Feststellung ist eigentlich eine Feststellung, die zurück auf die Franziskaner geht, also Leute, die wirklich nicht als gierige Kapitalisten betrachtet werden können. Ja. Das heißt, die Franziskaner waren diejenigen, die mit Don Scotus und Olivi am Ende des 13. Jahrhunderts ganz wichtige neue Begriffe in die Ökonomie eingeführt haben. Und die Franziskaner waren diejenigen, die eben die sogenannten Montes Pietatis, das sind Pfandleihanstalten, einführten in der Mitte des 15. Jahrhunderts, um eben den Armen zu helfen. Ja, das heißt, ihr Vorsatz war eben, die Armen, und das waren 90% der Bevölkerung von damals, zu unterstützen. Sie waren sicherlich nicht gierig, aber sie haben verstanden, dass eben in diesem Fall Kredit, ein besonderer Markt, nützlich sein kann, um eben die konkrete Lebenssituation der Leute zu verbessern. Ja. Sie haben gesehen, dass eben in großen Städten, damals Venedig, Genua und andere Handelsstädte, Banken unheimlich erfolgreich waren, aber zugunsten einer Elite. Und sie haben diese Idee genommen und eben daraus diese Pfandleihgeschäfte erzeugt, die eben den Leuten, die in Not geraten waren, die Möglichkeit gaben, eben über die Runde zu kommen. Ja. Und genau diesen Ansatz, glaube ich, sollten wir versuchen. Das heißt, zu gucken, was vorhanden ist, was funktioniert, um so zu verändern, dass es zu einem transformativen, im fortschrittlichen Sinne, Großprojekt wird. Und das ist im Übrigen auch die Idee von Marx. Ne? Also was war zum Zeitpunkt von Karl Marx das Nonplusultra des Erfolges des Kapitalismus? Das war die große Manufaktur, ja? Die große Konzerne. Ja? Und er hat gesehen, wie eben diese Form von kapitalistischen Ausbeutung auch die Knospen hatten für die Überwindung des Kapitalismus, weil eben innerhalb der großen Manufaktur konnten die Arbeiter sich zusammentun, ein Bewusstsein von Klasse an sich und für sich entwickeln, und innerhalb der großen Manufaktur gab es keine Tauschverhältnisse, sondern wurde die gesamte Ressourcenallokation durch eine Hierarchie vorgenommen. Und das war das Beispiel für die Zentralplanung, ja, für die Überwindung des Kapitalismus. Das heißt, die Idee ist, wir fangen von dem, was ganz sophistiziert ist heute, und wir versuchen das so zu drehen, dass es zugunsten der großen Mehrheit der Bevölkerung geht. Ja, und genauso ist es die Idee mit dem Aktienmarkt. Das eben heute ist der Finanzmarkt, der Aktienmarkt, das sind eben die Vorzeigeobjekte des Kapitalismus, die Quintessenz der kapitalistischen Ausbeutung. Ja? Und eben die Idee ist, diese Institutionen zu nehmen und sie eben im Sinne des Gemeinwohls umzuwandeln. Ja? Und was ich eben vorschlage, ist, dass die öffentlichen Institutionen, die eben dann den Aktienmarkt benutzen zugunsten der Bevölkerung, vor allem als politisch unabhängige öffentliche Institutionen walten sollten. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir seit ungefähr 30 Jahren beobachten. Das heißt,
seit etwa 30 Jahren haben wir durchaus mächtige öffentliche Institutionen, die von Experten geführt werden, die aber demokratisch legitimiert sind. Das sind zum Beispiel Zentralbanken, das sind zum Beispiel Regulierungsbehörden, ja, das sind zum Beispiel Behörden, die für die Genehmigung von Medikamenten oder Umweltvorschriften verantwortlich sind. Ja. Und was ich eben vorschlage, ist, dass wir ähnliche Konstrukte nehmen, sie demokratisieren und wir benutzen eben die Tatsache, dass diese öffentlichen Institutionen, die eben zwischen Judikative, Exekutive und Volk sind, ja, und eben eine gewisse Flexibilität haben und sie mit demokratischen Kontrollmitteln demokratisieren, um eben eine Teilhabe eines jeden an die Früchte, insbesondere der Robotisierung, der Globalisierung zu ermöglichen. Das ist die Quintessenz. Ich muss Sie enttäuschen, Marx haben Sie nicht auf Ihrer Seite, weil Marx hat gesagt, wenn alle Menschen den gleichen Lohn bekommen würden, dann wäre die Gesellschaft nichts anderes als der Gesamtkapitalist. Und das ist nicht die Vision von Marx gewesen. Marx hat die Vision gehabt, dass sie alle den gleichen Lohn bekommen sollten. Ja, okay, aber sozusagen noch weiter gedacht. Also er hat auch keine zentralstaatliche Planung, sondern seine Vision war eine Gesellschaft, an der man selbst entscheiden kann, was man morgens macht und was man nachmittags macht und was man abends macht. Das ist durchaus organisiert, denke ich. Er war ja, wie Marx war nun wirklich nicht naiv, aber für ihn stand im Zentrum die Entfremdung. Und die Entfremdung ist eben genau das, was passiert, wenn wir vorgeschrieben bekommen, was wir mit unserem Leben machen. Denn Zeit ist unser Leben. Und das war für ihn die Richtung, wo es hinging, dass wir uns in dieser Welt verwirklichen können. Das zum einen dann nochmal zu Ihrer Anfangsbemerkung. Der Kapitalismus ist das System, was am besten geschafft hat. Ich hatte vorhin die Opiumkriege. Ein bisschen später gab es 70 Millionen verhungerte Menschen in Indien. Seitdem haben wir dieses Bild von Hungernden im globalen... Ich habe den Markt gesagt, nicht den Kapitalismus. Ja. Eben, was okay, ich vorschlage, ist genau eine Art von Marktsozialismus, nicht Kapitalismus. Ich darf immer nicht unterbrechen, also entweder Sie sind für Unterbrechen, auch okay. Nein, aber ein kleiner korrektiver Einwurf müssen Sie. Okay. Aber bitte, das Wort haben Sie. Durfte keine ich aber Frage. Auch nicht bei ihm, weil er wirkt mich dann so ab. Also seitdem haben wir dieses Bild von Hungernden. Vorher gab es auch Menschen, die aufgrund von Klima, was ich, kein Regen kam mal oder so, sind verhungert. Aber dieses Bild, Menschen sind immer unterernährt, gibt es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts und es hat mit dem Markt zu tun, weil nämlich die Nahrungsmittel einfach dahin gegangen sind, wo das Geld war, nämlich in Großbritannien damals und heute zu uns. Und der dritte Punkt ist natürlich die wirtschaftliche Schwachstelle, ist natürlich die Nachfrage. Also das Grundeinkommen durchaus auch von liberaler Seite heute sehr hofiert wird, auch schon länger, aber jetzt noch mal mehr, hat ja ganz viel damit zu tun, dass der Wirtschaft einfach die Nachfrage wegbricht, weil die Menschen eben kein Einkommen mehr haben, mit dem sie diese Wirtschaft aufrechterhalten können. Da ist zwar nicht ökologisch, aber sozusagen, da ist das Grundeinkommen eine Hilfsmaßnahme, das ich bei Ihnen überhaupt nicht sehe. Also wo soll denn überhaupt der Aktienmarkt das Geld herbekommen, wenn es keine Nachfrage gibt? Warum gibt es keine Nachfrage? Na, wenn das ganze Einkommen über den Aktienmarkt geschieht, weil die Lohneinkommen runterkommen, dann ist das ja wie die Katze, die sich den Schwanz beißt. Also, ich hätte zwei Fragen. Ich habe das verstanden, aber gut. Ich hätte zwei Fragen zum Aktienmarktsozialismus, den Sie gerade beschrieben haben. Und die erste Frage wäre, das wäre meine ketzerische These, ja genau das ist teilweise heute das System, was wir haben. Wir leben schon in einem Aktienmarktsozialismus. Warum? Weil wenn wir uns schauen, wer die Hauptinvestoren heute am Aktienmarkt tatsächlich sind, dann müssen wir die tragische Feststellung mal realisieren, dass wir alle die Hauptaktionäre sind, weil mit unseren Versicherungsfonds, mit unseren Pensionskassen, dort Unsummen an Geldern angelegt werden, die längst heute für uns in unserem Interesse angeblich verwaltet werden. Was ist das Problem dieser besagten armen angestellten Manager, die unsere Altersversorgung verwalten? Ja, sie sollen sie möglichst gewinnbringend investieren. Und jeder, der am Ende die Dienstleistung erbringt, bis zu Ihrem Bankberater in der Nachbarstraße, sagt, ja, damit Ihre Renten sicher sind, glauben Sie mir, ich investiere in das bestmöglichste, bestenfalls gewinnträchtigste Produkt für Sie.
Und was dann passiert, was für eine Wirtschaft wir dann erleben, was für einen Aktienmarktsozialismus wir dann erleben, ist genau die Wirtschaft, in der wir heute leben. Nämlich eine, wo jeder sich auf die Nutzenmaximierung des anderen herausredet, um seine eigene moralische Entscheidung nicht verantworten zu müssen. Deshalb würde ich sagen, Aktienmarktsozialismus haben wir heute und damit haben wir seine Probleme. Ja, wie sehe er in Zukunft aus? In Zukunft würden Sie vorschlagen, naja, wir müssen demokratisch darüber abstimmen, wie eine Gemeinwohlökonomie in Sachen Aktienmarktsozialismus aussehen würde. Dann würde ich sagen, naja, zeigen Sie sich jetzt wieder als derjenige, der sozusagen die Moral mit der Peitsche durch die Manege treiben will, während es am Anfang die Jugendlichen waren, die nicht zur Arbeit zu bewegen sind, wenn sie ein Grundeinkommen hätten. So soll jetzt die Gesellschaft zum Guten bewegt werden, dadurch, dass sie eine Besserwisserökonomie etablieren wollen von irgendwelchen Weisen, die für uns irgendwo investieren. Nein, interessant wäre doch, wenn wir tatsächlich die moralische Verantwortung beim Einzelnen verorten können und auch unterschiedliche Moralitäten dabei erleben würden und nicht ein Klassenbewusstsein an und für sich, sondern ein Individualitätsbewusstsein an und für sich, was mit Freiheit und Verantwortung einhergeht, etablieren können und ob das mit einer Postwachstumsökonomie, die irgendwelche Vorschriften machen will oder mit einem Aktiensozialismus, der jetzt auch noch demokratisch legitimieren will, was nicht anders als in die Hose gehen kann, besser gelingt als heute, das weiß ich leider nicht. Eine Antwort ist notwendig, Herr Cornet, und dann sind wir am Ende unserer Zeit. Ja, zunächst einmal ein bisschen wieder muss ich Empirie machen, also Zahlen. Also in Deutschland besitzen zwischen 10% und 15% der Haushalte überhaupt direkt oder indirekt Aktien. Ja, aber über die Pensionsfonds sind wir über alle indirekt, dabei. Indirekt über die Pensionsfonds auch. Das ist Fakt auch. Also das Fakt ist, dass eben selbst wenn man das mitrechnet, kommt man nicht über 15% der Haushalte. Ja? Also der große Teil der Bevölkerung hat überhaupt keine Investitionen in den Aktienmarkt, direkt oder indirekt über Pensionsfonds. Also es mag sein, dass in den USA, in Kalifornien, in Österreich und in anderen Ländern verbreitet ist, aber in Deutschland eben die meisten Menschen haben eigentlich sehr zurückhaltende Investitionsformen. Das sind eben nicht Aktien, das ist vor allem eben, was man durch die gesetzliche Rentenversicherung gespart hat und eben die Aussicht, eben später die entsprechende Altersrente. Aber diese Rentenversicherung, bei der ich spare, kauft doch Aktien nein, auch? Nein, nein. Die Rentenversicherung in Deutschland wie in allen anderen europäischen Ländern funktioniert anhand des sogenannten Umlageverfahrens. Das heißt, es gibt keine Kapitalbildung. Die Renten, die heute ausgezahlt werden, werden aus den Beiträgen der heutigen Arbeitnehmer finanziert. Das ist ja wirklich ein ABC von Sozialstaat, ja, muss ich sagen. Okay, aber lassen wir. Und herzlichen Dank für die Aufklärung. Bitte. Also, kommen wir zu Z. Was ich eben vorschlage, ist, dass nicht nur eben wie heute nur die Wohlhabenden von diesen hohen Renditen, also heute, ich und Sie, fast alle, wir haben auf unserem gesparten Zinsen, die real gesehen sehr nah an Null liegen. Ja? Aber die Großvermögenden, die können eben weltweit investieren und können auch zweistellige Renditen erzielen, real gesehen. Ja? Also zum Beispiel in dem Buch von Piketty steht, dass eben die Stiftungen der Universitäten Yale, Harvard und Princeton über die letzten 25 Jahre im Durchschnitt über 11% real und mit berücksichtigt wurden auch die Verwaltungskosten erzielt haben. Ja? Das also ist, um die Größenordnung zu geben. Das ist, um die Größenordnung zu geben. Also was ich ermittelt habe, ist, dass wir tatsächlich durch einfache Mittel tatsächlich einen Staatsfonds errichten könnten, der in der Lage wäre, nur aufgrund von diesen Erträgen eine soziale Dividende in Höhe von etwas 1.500 Euro im Jahr pro Person zu finanzieren. Das klingt nicht viel, aber was ich vorschlage, und das ist eben, glaube ich, in Ihrem Sinne, ist, dass individuelle Sparkonten bei diesem Staatsfonds eröffnet werden dürfen, bei dem ein jeder Bürger, sagen wir vielleicht jeder, der wenigstens 18 Jahre alt ist, sich verpflichten kann, sagen wir zum Beispiel für 7 Jahre auf diese soziale Dividende zu verzichten. Während dieser 7 Jahre würde die soziale Dividende in den persönlichen Konten akkumulieren, steuerfrei, zu diesen sehr hohen Erträgen des Staatsfonds.
Und am Ende könnte man daraus ein sabbatisches Jahr finanzieren, sodass jeder Bürger die Möglichkeit hätte, ein sabbatisches Jahr zu finanzieren, indem der Bürger zum Beispiel ehrenamtliche soziale Arbeit leisten könnte, sich in die Politik engagieren könnte, sich requalifizieren könnten, um eben auch die neue Arbeitswelt positiv zu begegnen. Ja? Und das wäre eben im Sinne von sozialer Freiheit. Ja? Auch darüber ließe sich noch stundenlang diskutieren. Wir haben unser Zeitlimit erreicht und wenn wir es geschafft haben, wenigstens Ihnen das Gefühl zu geben, nein, es ist nicht Gott gewollt, nein, es muss nicht so sein, wie es ist, nein, es gibt andere Ideen, es gibt Alternativen zum Bestehenden, dann haben wir vielleicht ein klein wenig Verzweiflung gelindert, das wäre sehr schön, dann könnten wir gut schlafen heute Nacht. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, ich danke meinen Gästen sehr herzlich für die Emphase, also für das Engagement, für die Ideen, für die Vision. Ich danke euch im Internet, ich sage es nur ungern, nein, ich sage nicht, wo ihr zuguckt, weil diese Firma mag ich nicht, ihr seid da trotzdem drin, müsst ihr selber verantworten. Schön, dass ihr dabei wart und damit tschüss, vielen, vielen Dank.